Einen wunderschönen guten Morgen aus Amman. Ja, was soll ich sagen? Lockdown-Zeit und wie ihr mitbekommt, es ist sehr wenig los in Amman. Es ist sehr ruhig. Ich zeige euch mal die andere Seite. Also dafür, dass wir mitten in Amman sind, ist es wirklich verdammt ruhig. So, hier haben wir nochmal das Hotel. Ich darf jetzt hier eine Stunde raus und werde mich jetzt mal unten in die Stadt begeben, um da mal ein bisschen die Beine zu vertreten. Der Gang in die Moschee ist erlaubt. Wir haben jetzt eine Stunde lang, wo wir raus dürfen. Ja, und ansonsten Lockdown bis morgen früh 6 Uhr. Das ab jetzt jeden Freitag. Erstmal, weil die Zahlen hier in Jordanien und speziell in Amman auch hochgehen. Und von daher ist jetzt erstmal jeden Freitag hier Lockdown. Und im Gegensatz zum gestrigen Tag, wo ich runtergegangen bin zum Mohammed in das Restaurant, ist das schon erschreckend, wie leer die Straßen doch sind. Aber okay, es ist wie es ist. Damit müssen wir umgehen. Morgen geht's nach Aramta. Um 7 Uhr holt der Khaled mich ab. Und dann geht es morgen von Aramta zu Fuß wieder zurück Richtung Amman. So, ich melde mich später nochmal. Ich gehe jetzt erstmal runter. Ja, im Hintergrund hört man den Gebetsruf von Amman. Das ist auch mit eines der Gründe, warum die Leute heute eine Stunde raus dürfen. Damit sie dann nämlich in die Moschee gehen können. Ich hatte in einem Video erzählt mit dem Restaurant, dass es 800 Moscheen gibt hier in Amman. Und so sieht es mittlerweile hier aus. Im Gegensatz zu gestern. Ist die Stadt leer. Also bin sehr gespannt, wie es gleich unten an der Zentralmoschee aussieht. Mal schauen, da gehe ich mit euch hin. Das ist so mein persönlicher Hotspot hier in Amman, weil auch direkt der Markt da in der Nähe ist. Und da ist man mitten in dem Trubel der ganzen Jordanier, die dort ihre Lebensmittel einkaufen. Nur wie gesagt, heute nicht. Heute ist Lockdown. Okay. Bis gleich. So, mittlerweile bei der Zentralmoschee angekommen. Die Leute kommen jetzt zum Gebet. Und ich genieße hier mal einfach die Aussicht mit euch. So, wir waren jetzt mal zusammen bei der Zentralmoschee. Und was da aufgefallen ist, ganz viele Presse da. Und auch sehr viele Fernsehteams, die natürlich heute berichten, wie das vor der Moschee jetzt so ist in dem Lockdown. Und ich laufe hier mitten auf der Straße, was gestern wäre das gar nicht möglich gewesen. Und ja, was es hier auch noch eine Veränderung gegeben hat, so wie ich meine Maske jetzt gerade trage, kostet das jetzt 60 Dinar. Bis gestern waren es noch 10 Dinar. Und gestern Abend, 21 Uhr, sind neue Regelungen in Kraft getreten. Und das heißt jetzt ganz einfach, so wie ich meine Maske trage, wenn die Polizei mich jetzt ja, anhält oder aufhält, könnten sie mir dafür 60 Dinar abnehmen. Und das ist schon verdammt viel Geld hier in Jordanien. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier durch die Gegend laufen und dann zurückgehen ins Hotel. Und morgen früh
6 Uhr ist die Ausgangssperre vorbei und 7 Uhr holt Khaled mich ab und dann geht's auf nach Aramta in den Norden Richtung syrische Grenze und direkt am Grenzübergang von der syrischen Grenze geht's dann los zu Fuß zurück nach Amman. Bis bald und dran denken, unten abonnieren klicken, mit dem Glöckchen kriegt ihr alle weiteren Infos. Und das war jetzt mal so ein kleiner Zwischenbericht aus dem Lockdown in Amman. Euch noch einen schönen Tag. Ich genieße jetzt noch mal ein bisschen die Sonne, bevor ich dann wieder zu meiner Schattenpflanze ins Hotel gehe. Bye, bye.